Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch ein Gambit mitgebracht, das Belong Gambit. Wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht, weil nach einem spanischen Großmeister, ja, und Spanisch aussprechen bin ich nicht so gut. Genau, Belong Gambit. Das entsteht für Schwarz auf C4. Und wie das entsteht, das gucken wir uns jetzt an. So, ihr wisst natürlich, es gibt natürlich immer viele Möglichkeiten, ja. Hier C5 oder B6 oder was man hier auch immer spielen kann. Aber ganz konkret, dieses Belon entsteht nach C4 E5 und richtet sich ein bisschen gegen das weiße Vier-Springer-Spiel. Springer C3, Springer F6, Springer F3. So, und jetzt würde Springer C6 die Figur entwickeln, den Bauern hier decken. Das wäre so normal in Anführungsstrichen. Aber wenn wir etwas mehr Würze reinbringen wollen, können wir hier E5, E4 spielen. Und das ist ein aggressiver Zug, der den Springer angreift. Und der Springer geht nach G5. Und jetzt sehen wir, der E4 hängt, ist aber zweimal angegriffen. Und jetzt kommt der überraschende Zug B7, B5. Ja, das ist die Ausgangsstellung des Belong-Gambits. Und was die Ideen davon sind und wie das für Schwarz aussieht, das gucken wir uns als erstes an. Am Ende gucken wir uns dann an, was ist etwas besser? Wie kann Weiß das etwas besser spielen? Und dann haben wir einen guten Eindruck davon, wie dieses Gambit zu bewerten ist. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das was für euch ist. Also fangen wir hier an, aus schwarzer Sicht. Was sind so die Ideen? Nun, zunächst einmal hat Weiß natürlich jetzt hier diverse Möglichkeiten. Er kann hier auf B5 mit dem Bauern schlagen. Er kann mit dem Springer schlagen. Er kann aber auch den E4 schlagen. Und ja, die drei Möglichkeiten gucken wir uns mal als allererstes an. Fangen wir an mit dem C-B. Jetzt sehen wir, dass dieser Bauer von C4 weniger Einfluss oder jetzt seinen Einfluss auf das Zentrum verliert. Und deswegen könnte Schwarz hier mit D7, D5 schön das Bauernzentrum besetzen, hat zwei Bauern im Zentrum, könnte bei Gelegenheit, wenn man den E4 nochmal überdeckt hat oder den Springer hier zurückgetrieben hat, vielleicht mit D5, D4 weiter Raum gewinnen, den Springer C3 angreifen und so richtig schön Dynamik und aktives Spiel herbeiführen. Und ja, zeige ich euch mal einmal ganz kurz, wie das aussehen könnte. Im Optimalfall natürlich in einer perfekten schwarzen Welt. Wenn Weiß hier mit E3 spielt und dieses D5, D4 abwehrt, dann vertreiben wir den Springer und wir spielen Läufer D6. Und wir sehen, die schwarze Entwicklung ist natürlich sehr, sehr einfach. Ja? Ich kann hier gleich rochieren, kann nach Belieben entweder noch mit A6 oder den Läufer hier einstellen oder auch hier. Ich bin total flexibel, das ist natürlich schön. Während Weiß, ja, nach Springer D, zack, kann ich den rausnehmen und D5, D4 spielen. Jetzt ist der hier auf E4 auch nicht mehr angegriffen. Soll jetzt nur ein kleines Beispiel sein, ja? Wenn ich mit Schwarz, mit Weiß nämlich nicht diesen Springer hier rauskriege, steht er ziemlich lange hier am Rand. Und ich könnte ja auch jederzeit mal versuchen oder androhen, diesen Doppelbauern zu machen. Ja? Muss Weiß ja auch erstmal einschätzen, ist das überhaupt vertretbar für mich. Deswegen in der Partie, in diesem Fragment, im Beispiel, zieht der Springer nach F4 und Schwarz tauscht ihn hier raus, bekommt aber D5, D4 und der Springer muss wegziehen und wir kommen zu D4, D3. Und jetzt sehen wir natürlich, der weiße Läufer ist eingesperrt und damit auch die Rochade von Weiß deutlich hinausgezögert. Auch der Bauer D2 ist gehemmt, der Läufer C1 entwickelt sich nicht. Ihr seht, alles nicht so einfach für Weiß sich zu entwickeln. Ne? Und das ist natürlich schon mal eine gute Form von Kompensation. Das wäre eine Möglichkeit, wie Schwarz sich das vorstellen könnte. Der Weiße könnte aber auch sagen, komm, ich greife hier auf E4 diesen Bauern an und versuche mich ein bisschen zu entwickeln. Ja, der Läufer ist mal frei, deckt den Springer. So, der Springer wird zurückgedrängt an den Rand, wo er vielleicht nicht so gut steht. Und ja, jetzt schauen wir mal. Hier hat Schwarz nämlich einen weiteren schönen, aktiven, aggressiven Zug. Den Zug E4, E3. Wieder ein Hemmzug. Ja, das kennen wir nicht zuletzt auch aus der Ponziani-Eröffnung. Diese Hemmzüge, ja, diesen Bauern festnageln, der Läufer kommt nicht raus und damit die Entwicklung massiv beeinträchtigt. Ja, hier
Könnte man jetzt denken, oh Moment, der Läufer kann doch einfach schlagen, aber nein, geht nicht. Dann kommt D5, D4 mit einer Gabel und Figurengewinn. Also wird letzten Endes dieser Bauer schlagen müssen. Ja, dann haben wir die Problematik mit der schlechten Entwicklung. Und einfach nur mal ein ganz grobes Beispiel, wie das hier gehen könnte, aus schwarzer Sicht natürlich. Ist das alles noch Entwicklungsmöglichkeiten für beide Seiten, ja, keine Fragen. Wir entwickeln unsere Figuren weiter. Machen die Rochade. Super. Ne? Jetzt könnte Läufer D2 kommen. Wir machen Turm E8. Das sind alles sehr natürlich aussehende Züge, die hier Einfluss im Zentrum haben. Jede Figur spielt mit. Wir sind immer noch flexibel, was wir mit unserem Läufer C8 machen. Nach Dame C2 zum Beispiel in dieser Partie dachte sich Schwarz, dachte sich Weiß, ich gehe mal auf die lange Rochade. Ja, weil die Kurzrochade so gefährlich aussah, weil der Läufer schon hier hinguckt, ja, und die Dame vielleicht auch noch und so weiter. Aber die lange Rochade ist natürlich ja, auch riskant, denn was macht man, wenn der Gegner lang rochieren will? Natürlich, ich öffne Linien am Damenflügel. So Wolga-Gambit-mäßig jetzt A6 zu spielen, um den Turm einzusetzen. Und auf dieses Schlagen, ja, schlage ich mit dem Springer zurück. Und jetzt drohe ich schon Springer B4 mit Tempo. Weißt du, macht die wirklich die lange Rochade? Springer B4. Ja, wir sehen, diesen Bauern kann Weiß so gerade noch decken, aber so vom Gefühl her steht der König jetzt auch nicht wirklich viel besser auf C1. Ne? Und wenn wir hier druckvoll dynamisch weiterspielen, C5 zum Beispiel, ja, mit der Idee hier weitere Tempi gewinnen und Linienöffnungen, das ist immer das A und O in solchen taktischen Stellungen. Dass wir das Material ein bisschen hinten anstellen, aber Linien öffnen und aktive Figuren bekommen. Weiß greift diesen Springer an, aber wir spielen mit C5, C4, greifen die Dame an. Ja, sorgen auch unter Bauernopfer gegebenenfalls jetzt dafür, dass hier die C-Linie aufgeht. Ja, diese Diagonale geht auf. Und wir nutzen das mit Tempo, um unsere Figuren zu entwickeln. Die Dame zieht weg und damit C7. Jetzt wird der Springer auf C3 gefesselt. Und wir schauen mal, wir haben ja im Grunde, wir haben alle Figuren im Spiel. Ja? Das ist natürlich super. Während mindestens mal die beiden überhaupt nicht dabei sind, ja, der Springer F2 ist auch nicht der Held. Und aber es geht natürlich immer um konkrete taktische Sachen. Kann ich denn hier überhaupt diesen Bauern jetzt hier auf mit dem Bauern den Springer schlagen? Denn immerhin geht die A-Linie auf. Gebe ich jetzt sofort dieses Schach, geht der König nach C2. Ja, aber das ist auch das einzige letzte Feld, was der weiße König hat. Und deswegen verhindern wir, dass der König eben dorthin geht mit dem Läuferzug. Und jetzt droht Turm A1 und der Springer kann eben nicht dazwischen ziehen, weil er hier gefesselt ist auf der C-Linie. So, ihr seht, die Probleme sind schon mannigfaltig. Ja? Und König B1 führt nach Dame A1 auch nicht zu einem Ergebnis, das sich Weiß vorstellte. Ja, hier in dieser Partie hat Weiß aufgegeben. Sollte jetzt mal so ein kleines erstes Beispiel dafür sein, ja, dass das Schwarz sehr aktive Figuren hat. Er bekommt Aktivität, Dynamik, ja, für diesen Bauern. Okay, schauen wir uns das nach B5 die Ausgangsstellung. Machen das nochmal von vorne, damit wir die Reihenfolge auch hinkriegen. E4 und dann B5. Was passiert aber, wenn jetzt der Springer schlägt? Nun, das ist natürlich möglich. Jetzt ist dieser Bauer hier noch im Zentrum. Aber wir bekommen mit C7, erstmal vertreiben wir den Springer, klar. Und dann bekommen wir aber mit C6 ein Tempo auf den Springer B5 und können jetzt mit D5 das Zentrum besetzen. So dass nach diesem Tausch letzten Endes eine ähnliche Stellung, ein ähnliches Grundprinzip entsteht. Wir haben hier zwei Bauern im Zentrum. Auch dieser Läufer kann jetzt hier total flexibel eingesetzt werden. Ja, alle Linien C und B sind hier schon offen. Man bekommt sehr, sehr freies, aktives Figurenspiel. Ne? Und in diesem Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, hier ist nach Springer F4 auch wieder D5, D4. Ja, der Springer muss sich zurückziehen. Und ja, ihr seht einfach, wir bekommen schönes, leichtes, schnelles Figurenspiel, können die Figuren rausbringen. Ja, und wir sehen, alle Figuren sind schon super vorne, ups, aktiv.
Die letzte Figur geht auch noch raus mit Schach und danach Rochade. Und dann, ja, dann können wir natürlich immer schön vergleichen. Ja, wir sehen hier, nutzen auch noch diese Festung aus auf A5. Wir sehen alle schwarzen Figuren im Spiel und Weiß kriegt überhaupt nichts entwickelt. Ja? Unser König ist gleich in Sicherheit. Die Türme werden hier vielleicht zentral irgendwo aufgestellt, je nachdem. Super, ja? Mehr Kombinationen für einen Bauern kann man ja kaum haben. Okay, das ist auch nur ein kleines Beispiel. Wenn der Springer auf B5 nimmt, dann kommen halt so ähnliche Stellungsbilder raus. Wir gucken nochmal wieder von vorne. Zack, zack, B5. Was passiert denn jetzt aber, wenn Weiß auf E4 schlägt? Nun, dann schlagen wir einmal auf E4 und schlagen auf C4 zurück. Jetzt haben wir diesen Bauern auf C4 sozusagen gegen den E4 getauscht. Aber Weiß hat keine Bauern mehr im Zentrum. Sprich, wir können mit D7, D5 wieder wunderbar das Zentrum besetzen. Damit C2 zum Beispiel, ja, D5. Und wir sehen einfach, natürlich gibt es bessere Varianten. Soll jetzt erstmal nur einen kleinen Eindruck verschaffen, dass einfach dieses schöne Zentrum hier mit dem vielen Raum und freie Figurenentwicklung natürlich immer wunderbar aussieht. Ja, der Springer kann aktiv sofort die Dame vertreiben. Und wenn A3 kommt, um Springer B4 zu verhindern, dann haben wir hier auf B3 auf einmal ein Loch. Ja, das kennen wir von Bauernstrukturen her. Bietet sich natürlich super an für einen Springer, den da super reinzuziehen. Ja, und der Turm. Könnte hier gleich angegriffen werden. Wir haben einen Raumvorteil. Der Springer hat ja hier überhaupt keine Felder mehr so richtig. Ja, das ist natürlich nach 12 Zügen nicht das, was sich Weiß als Entwicklung irgendwie vorstellt. Ja? Also auch hier haben wir durchaus Möglichkeiten, das Zentrum zu besetzen, auf Aktivität zu setzen. Und deswegen erscheint das, dieses Gambit mit B5, auf den ersten Blick erstmal hochinteressant zu sein. Ja, und gerade in kürzeren Zeitnot oder in Zeitkontrollen, wenn der Gegner das überhaupt nicht kennt, dann, boah, das ist natürlich hart. Ne? Aber wir schauen uns mal das an, aus weißer Sicht, wie Weiß denn im Idealfall oder etwas besser zumindest reagieren sollte, um nicht direkt in der Öffnung überrannt zu werden. Ne? Und dazu schauen wir uns mal aus der weißen Sicht etwas an. So, aus weißer Sicht sieht das folgendermaßen aus. Wenn jetzt der B7, B5 zukommt, dann sollten wir uns auf jeden Fall merken, dass wir haben gesehen, alle drei Schlagarten sind nicht so richtig gut für Weiß. Deswegen müssen wir uns als Weißer diesen Zug D2, D3 merken. Der ist ja erstmal so ein Schlüsselzug, um so ein bisschen das Zentrum direkt anzugreifen, ne, und da so die Fronten zu klären. Der E4 hat natürlich auch hier immer die Kontrolle über das Feld F3, sodass unser Springer nie zurück kann, ja, wenn der E4-Bauer mal weg ist. Das wäre schon mal gut. So, jetzt hat Schwarz im Grunde zwei Möglichkeiten. Er kann auf C4 schlagen oder er könnte auf D3 schlagen. Auf D3 schlagen ist sicherlich der bessere. Wir gucken uns mal, das gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns zuerst an, was passiert auf B schlägt C. Denn dann folgt auf einmal D schlägt E. Und jetzt sehen wir, dass wir mit Weiß einen Bauern im Zentrum haben, was wir eben überhaupt gar nicht hatten. Dieser Bauer droht auch noch vorzugehen. Eventuell kriegen wir nach einer Entwicklung mit unserem Läufer F1 den C4 zurück. Wir haben also ein gutes Zentrum, ein normales Spiel. Und Schwarz muss vor allem aufpassen, hier lauern schon jede Menge Fallstricke. Zum Beispiel H6, dann folgt einfach dieses Springeropfer auf F7. Denn die Idee ist, jetzt mit E4, E5 den Springer von F6 zu vertreiben, denn der Springer F6 deckt das Feld D5. Und das ist wichtig, ja, weil unsere Dame sonst dahin käme und den A8 oben abholt. Ja, dann hätten wir schon eine überragende Stellung. Ja. Und wenn der Springer hier gar nicht wegzieht, sondern auf B7 kommt, dann bekommen wir die Figur zurück. Ja, wir besetzen das Zentrum, wir haben einen Bauern im Zentrum, wir bekommen mit Läufer C4 vielleicht diesen Bauern zurück. Auf jeden Fall ist der schwarze König, kann ich auch hier, der braucht ein bisschen, um das zu koordinieren. Ja, das gibt uns auf jeden Fall Zeit und ein angenehmes Spiel. Und von daher ist die ganze Variante mit diesem auf C4 schlagen, ja, und dann schlagen wir auf E4, sehr gut.
Wir haben hier noch einen kleinen Fallstrick übrigens, dass wenn Schwarz D7, D6 spielt, nach dem Motto, komm hier, ich verhindere E5. Aber Pustekuchen, denn ja, wir greifen wieder diesen Springer an. Geht der, ja, fangen mit dem Schlagen an, dann wird die Dame getauscht und wir haben oben die Gabel. Das ist, glaube ich, schnell zu sehen. Und wenn der Springer hier wegzieht, dann kommt wieder Dame D5 und wir haben wieder diesen Doppelangriff. F7 matt durch den Springer G5, der gedeckt ist, ne, von unserem Läufer. Und der Turm auf A8 hängt auch. Ja, was will man mehr? Ne? Also diese ganze Variante mit diesem schlägt auf C4 und dann schlagen wir auf E4 ist sehr, sehr gut für Weiß. Deswegen sollte Schwarz hier auf D3 schlagen. So, und jetzt haben wir natürlich wieder auch verschiedene Möglichkeiten. Als Bestes für Weiß hat sich das Schlagen auf B5 herausgestellt. Würden wir hier auf D3 zum Beispiel mit dem Bauern schlagen, könnte Schwarz B4 spielen und mit Läufer E7 dann relativ schnell und bequem die Entwicklung abschließen. Wir haben eine ausgeglichene Partie. Ne? Wir sind auf jeden Fall nicht unter die Räder gekommen, wir haben aber auch keinen wirklichen Vorteil. Wenn wir ein bisschen um Vorteil kämpfen wollen, sollten wir das mit C schlägt B machen. So, jetzt hängt zum Beispiel auch dieser Bauer auf D3, ne? Und vor allem aber auch nach H7, H6, damit hier eventuelle Drohungen gegen F7 abgewiesen werden, haben wir das Feld F3 jetzt für unseren Springer. Und ja, jetzt muss Schwarz hier schlagen. Und wir sehen einfach, wir haben mit Weiß eine wunderbare, leichte Entwicklung, Entwicklungsvorsprung. Wir können gleich rochieren. Und Schwarz hat noch nichts entwickelt, nichts Großartiges. Hier haben wir eine leicht zu spielende Stellung zumindest. Aus menschlicher Sicht sicherlich ein leichter Vorteil. Computer gibt hier auch einen ganz kleinen Vorteil an, aber das lassen wir mal weg. Das soll uns ja nicht interessieren. Ich denke, aus menschlicher Sicht haben wir hier eine sehr gut spielbare Stellung. Wir bekommen unsere Figuren raus und kriegen die Türme hier irgendwie zentralisiert. Das muss hier für irgendwas gut sein. Keine Frage. Ja, und von daher ist das der Weg, wie ihn Weiß gehen sollte gegen dieses Ballon-Gambit. Und damit wir da nicht in Nachteil geraten und ja, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil sichern können. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, denn als Überraschungswaffe könnte das aus schwarzer Sicht hier wirklich gefährlich und unangenehm sein, gerade in kürzeren Bedenkzeiten. Ja, in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, bis später. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Videovorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit!